Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin es zum Glück nicht ganz allein, der zwischen Ihnen und dem Abendempfang steht, sondern ich verstehe, dass es noch eine Diskussion geben wird. Das erleichtert mich ein wenig. Ich habe jetzt jedenfalls die Aufgabe, ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen. So war es mir von Herrn Klimpel aufgetragen worden und das tue ich natürlich auch gern. Ich vertrete keine Verwertungsgesellschaft. Ich verstehe, dass Kollektivlizenzen ein pragmatisches, sinnvolles Instrument ist, um Zugang zu gestalten. Aber ich denke, auch meine beiden Vorredner würden nicht behaupten, dass es ein Allheilmittel ist. Selbstverständlich gelten gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen für dieses Instrument und auf diese gesetzlichen Rahmenbedingungen möchte ich hinweisen. Ich möchte das an dem Beispiel tun, das Frau Schierholz gerade erörtert hat, nämlich am Beispiel der vergriffenen Werke, für die es eine pragmatische, auch im Rahmenvertrag ja niedergelegte Lösung gibt, die aber in dem Artikel 8 der DSM-Richtlinie jetzt eine neue Form finden wird. Und ich möchte insbesondere im Hinblick auf diese neue Richtlinie fragen, welche Rahmenbedingungen gelten hier für Kollektivlizenzen, was sind die Grenzen, aber vielleicht sogar auch nach den letzten Bemerkungen zum Framing, was sind die Möglichkeiten, die in dieser Richtlinie versteckt sind. Also gucken wir uns an in aller Kürze, was sind insgesamt, glaube ich, habe ich 4 Rahmenbedingungen. Zunächst einmal, das ist bei Herrn Staats angeklungen, muss es natürlich überhaupt eine ausreichend repräsentative und vor allen Dingen auch mandatierte Verwertungsgesellschaft geben, die den entsprechenden Content kollektiv auch für Außenseiter lizenzieren kann. Das aber ist selbstverständlich nicht flächendeckend der Fall und das sagt die neue Richtlinie auch ausdrücklich in einem Erwägungsgrund, Kollektivlizenzen seien keine Lösung für alle Fälle und bestätigt es dann noch einmal, auch unter Bezugnahme auf den Tatbestand dieses Artikels 8 Absatz 1, Kollektivlizenzen greifen eben dann nicht, wenn für eine bestimmte Art von Werken oder Schutzgegenständen die kollektive Rechtewahrnehmung keine gängige Praxis ist oder wenn die maßgebliche Verwertungsgesellschaft nicht hinreichend repräsentativ ist. Und ich denke, das ist durchaus in weiten Feldern der Fall, nicht in den Sprachwerk- und Bildbereichen, die wir hier vertreten haben, aber in anderen. In den beiden, die hier gerade erörtert wurden, haben wir ja auch die deutsche Lösung und den Rahmenvertrag. 3 Verwertungsgesellschaften, soweit ich das eruieren konnte, haben in ihren Wahrnehmungsverträgen überhaupt Klauseln zu vergriffenen Werken enthalten, nämlich VG Wort, VG Bildkunst und VG Musikedition, fehlen aber dann wohl notwendigerweise 10 weitere Verwertungsgesellschaften, die das Feld gar nicht beackern. Die Richtlinie aber erfasst jetzt alle vergriffenen Werke und sonstigen Schutzgegenstände und ein Erwägungsgrund zählt auch auf, was unter dieser Regelung künftig ins Internet gestellt werden kann. Software, da fände ich schon mal interessant, weil wie soll das sein? Ja? Dafür gibt es meines Wissens nach schon gar keine Verwertungsgesellschaft. Tonträger, Tonaufzeichnungen, GVL, die Tonträgerhersteller, bisher im Bereich meines Wissens nach nicht kollektiv unterwegs. Audiovisuelle Werke, ja, Bewegtfilmbereich haben wir in Deutschland 7 Verwertungsgesellschaften, zahlreiche, ja, sind die überhaupt für sich betrachtet repräsentativ? Selbst wenn eine anfangen würde, hier vergriffene Werke zu lizenzieren, klappt das? Die Richtlinie geht weiter, einzigartige Kunstwerke, die bisher niemals im Handel erhältlich waren, unveröffentlichte Inhalte, bisher weder von der gesetzlichen Regelung noch vom Rahmenvertrag erfasst, aber selbstverständlich für die Archive insbesondere von allergrößter Bedeutung und auch kulturhistorisch von sehr hoher Bedeutung. Die Richtlinie selber zählt dann noch Plakate, gut, die sind veröffentlicht wahrscheinlich, Faltblätter wohl kaum und ich fand auch bemerkenswert das Beispiel der Schützengraben-Zeitungen, die eben auch künftig zugänglich gemacht werden sollen. Ja, also das, worum es mir geht, ist ein offenes Feld und das fasst die Richtlinie jetzt eben an, indem für alles, was nicht repräsentativ mandatiert ist, eine zwingende gesetzliche Regelung vorzusehen ist. Das heißt, der deutsche Gesetzgeber muss
anders als für den Artikel 12, den Herr Staats vorgestellt hat, Folgendes erlauben. Er muss Einrichtungen des Kulturerbes erlauben, vergriffene Inhalte, die sich dauerhaft in ihren Sammlungen befinden, für nicht kommerzielle Zwecke auf nicht kommerziellen Internetseiten zugänglich zu machen. Und das halte ich für eine der weitreichendsten Vorschriften in der Richtlinie, die durchaus ein gewisses Gegengewicht zu der Stärkung der Urheberrechte bedeutet, die ja in der Richtlinie auch vorgesehen ist. Ne? Also ausgenommen von dieser umfassenden Schrankenregelung, die dann eben eine gesetzliche Regelung ist, sind nur Drittlandinhalte, also US-amerikanische Inhalte, um mal das Beispiel zu nehmen, überhaupt in Drittländern publizierte Werke sollen nicht, zählen eben auch nicht zum EU-Kulturerbe. Das soll nicht erfasst sein, aber sonst alles. Und was ich bemerkenswert und vielleicht heute auch diskutabel finde, die Regelung sieht keine, jedenfalls keine ausdrückliche Vergütungspflicht vor. Bemerkenswert. Ich finde das im Text der Richtlinie nicht. Man mag es hineinlesen, dass für diese Schranke eine Vergütungspflicht vorzusehen ist. Allerdings stößt man dann natürlich sofort auf das Problem, wer soll denn die Vergütung einsammeln? Das sind ja Felder, wo keine ausreichend mandatierte Verwertungsgesellschaft da ist. An wen soll das dann fließen, das Geld? Und deswegen ist es vielleicht logisch, dass da keine Vergütungspflicht vorgesehen ist. Aber es ist doch bemerkenswert, weil wir darauf gleich nochmal im Kontext der Kollektivlizenzen zu sprechen kommen werden. Was ist dafür eigentlich zu bezahlen? Gut, selbst wenn wir eine Verwertungsgesellschaft haben, Rahmenbedingungen 2, muss die lizenzieren. De lege lata besteht ein Abschlusszwang, wie Herr Staats das bereits dargestellt hat. Ich habe die harmonisierte Vorschrift hier nochmal auf die Tafel gezogen. Die Verwertungsgesellschaft ist verpflichtet, aufgrund der von ihr wahrgenommenen Rechte jedermann auf Verlangen zu angemessenen Bedingungen Nutzungsrechte einzuräumen. Das muss objektiv und nicht diskriminierend sein und eine angemessene Vergütung vorsehen, nicht wahr? Also wir haben entweder eine gesetzliche Schranke oder wir haben einen Lizenzierungszwang, soweit hier eine Verwertungsgesellschaft auftritt. Und jetzt könnte man sagen, ja, also muss ja lizenziert werden. Das ist natürlich genau das Thema der Framing-Problematik, die Frau Schierholz gerade ansprach. Der BGH hat in seiner Vorlageentscheidung erörtert, ob das der Unionsgerichtshof genauso sehen wird, wird vielleicht auch noch abzuwarten sein, dass so eine Verwertungsgesellschaft die Lizenz durchaus verweigern darf. Sie muss aber hierfür überwiegende Gründe vortragen. Das muss sachlich gerechtfertigt sein. Und um vielleicht gleich die Diskussion auch noch ein bisschen anzuschieben und ein bisschen Stimmung in den Saal zu bringen, könnte man nicht sagen, ich stimme Ihnen weitestgehend zu in der Beobachtung, aber hier geht es doch um das Online-Stellen von vergriffenen Werken, für die bisher kein Widerspruch erhoben wurde. Und ist es dann auch noch richtig, dass man das Framing untersagt, selbst wenn es vom Ausschließlichkeitsrecht umfasst sein sollte? Denn es besteht, wenn eine solche Wahrnehmung eben erfolgt, ein Wahrnehmungszwang. Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist der Verwertungsgesellschaft eingeräumt worden. Könnte man hier nicht sagen, dass jedenfalls für den Begriff der Bereich der vergriffenen Werke, für nicht kommerzielle Nutzung, eben wenn das technisch unmöglich ist, die Framing-Option einzusetzen, doch eine ungeschützte Variante hier eben doch lizenziert werden muss. Ne? Diskussion. Was ist mit vergriffenen Fachzeitschriften, Zeitungen und Zeitschriften sowie Noten? Der Rahmenvertrag erfasst die nicht, aber es besteht doch ein Abschlusszwang. Was ist dafür eigentlich der sachliche Grund? Vielleicht können wir das diskutieren. Eine Kleinigkeit, über die ich gestolpert bin, die ich aber bemerkenswert finde, deswegen konfrontiere ich Sie damit. Publikationen aus ehemaligen deutschen Gebieten werden von der gegenwärtigen Praxis nicht erfasst. Das Beispiel ist da die Publikation in Breslau bis 1945. Das wird offenbar nicht abgeglichen.
Warum eigentlich nicht? Die DSM-Richtlinie erlaubt die grenzüberschreitende Überprüfung vergriffener Werke, wenn das sinnvoll ist. Mir scheint das ein Fall zu sein, wo, wenn überhaupt, dann die deutschen Institutionen, auch Verlage, den Status eines solchen Schriftsprachwerkes etwa beurteilen können und nicht die polnischen Institutionen, müsste man oder könnte man nicht wenigstens das dann hier doch mit einbeziehen. Gut, Rahmenbedingungen 3, Sie sehen, ich komme dem Ende schon näher, ist die Stichtagsregelung und hier herrscht wieder große Einigkeit auf dem Podium, weil wir im Moment diese starre Ausschlussfrist haben, nicht wahr? Es fällt nur unter das Regime der vergriffenen Werke, was bis 65 publiziert wurde. Meine These wäre, und das ist dann vielleicht wieder umstritten, das mit der Richtlinie gar nicht vereinbar. Weil nämlich Stichtagsregelungen nach dieser Richtlinie nicht über das Notwendige und Vertretbare hinausgehen. Und in der Literatur liest man eben ja diese starre Frist, die rückt nicht nur immer weiter in die Vergangenheit zurück, sondern was ist eigentlich genau ihr sachlicher Grund, dass es dieses Datum ist? Ja, das Inkrafttreten des Urheberrechtsgesetzes, aber inwiefern ist das jetzt hier auf das Thema vergriffene Werke bezogen? Es gibt Werke, die früher publiziert werden, die im Handel erhältlich sind und es gibt jüngere Werke, die vergriffen sind und deren ökonomischer Wert sehr gering ist. Ne? Deswegen halte ich diese starre Frist für jedenfalls zweifelhaft nach der Richtlinie. Der Erwägungsgrund 37 bezieht sich auf diese Moving Wall, dieses bewegliche System, was auch Herr Staats bereits ansprach. Beispielsweise dürfe eine Anforderung gestellt werden, dass eine bestimmte Zeit verstrichen sein muss, eben 50 Jahre und nicht dieses Jahr 50 und nächstes Jahr 51, ist keine bestimmte Zeit, seit das Werk oder Schutzgegenstand erstmals kommerziell verfügbar war. Und da beziehe ich mich gern auf Herrn Staats, der in Wandke Bullinger 50 Jahre schreibt, Frau Schierholz spricht von 30 Jahren, das ist dann eben, das war gegriffen, nicht, ich greife auch, ein bestimmter, das ist eben dann letztlich eine Entscheidung des Gesetzgebers hier unter Berücksichtigung der Frage, ab wann wir sehr geringe kommerzielle Interessen haben und es überwiegend wahrscheinlich ist, dass hier wenige Widersprüche erfolgen werden. Es geht ja immer um eine Abwägung zwischen berechtigten Urheberinteressen und Zugangsinteressen. So, und dann kommt die letzte Rahmenbedingung, und das ist eben die umfassende Gemeinfreiheit. Ist ja klar, wenn die Rechte ausgelaufen sind, dann darf jeder zu legalen Zwecken alles mit diesen Inhalten tun, auch zu kommerziellen Zwecken. Und das schlägt ja auch auf das Regime der vergriffenen Werke durch. Denn der Begriff des vergriffenen Werks impliziert auch, dass der Inhalt noch geschützt ist, vielleicht nicht der Begriff, aber die ganzen gesetzlichen Regelungen, nicht wahr? Warum muss ich lizenzieren? Warum muss es eine Schranke des Urheberrechts geben? Ja, weil wir davon ausgehen, dass das noch geschützt ist, was hier Gegenstand der Diskussion ist. Der Rahmenvertrag reflektiert auch, dass die Gemeinfreiheit gewissermaßen daran anschließt und auch dieses Rechtsregime einbettet, weil gemeinfreie Werke von der Vergütung ausgenommen sind. Das hört sich gut an, aber vorher muss man natürlich Absatz 1 lesen und in dem steht, dass eben zu vergüten ist mit 5 Euro Bücher, die bis Ende 20 publiziert wurden. Aber diese Bücher können gemeinfrei sein, wenn der Schreiber, die Schreiberin bis Ende 48 verstorben sind, was ja durchaus möglich ist. Ich habe es mal versucht an einem Buch, was ich in der Datenbank fand, bin natürlich auch gescheitert, weil über den Autor keine Informationen auf die Schnelle zu finden waren. Aber je länger die Publikationsfrist zurückliegt, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Inhalt gemeinfrei ist. Nicht? Je älter der Content, desto größer die Chance der Gemeinfreiheit. Je näher man rückt, desto wahrscheinlicher, dass es noch Rechte gibt und dass auch eine Vergütungspflicht berechtigt ist. Die Richtlinie äußert sich nicht zu der Frage, wer eigentlich die Beweislast dafür trägt, ob etwas jetzt noch geschützt ist und damit angemessen vergütungspflichtig oder gemeinfrei. Dazu sagt sie nichts, sondern überlässt das den Mitgliedstaaten. Ich hätte einen Vorschlag zu machen, und dann, das wäre auch mein letzter Punkt, der eine Verknüpfung von Vermutungsregel und Stichtagsregel wäre. Was halten Sie von folgendem Vorschlag? Wenn ein Inhalt vor sehr langer Zeit erschienen ist, gegriffener Ziffer vor mehr als 100 Jahren, dann muss die Verwertungsgesellschaft darlegen und gegebenenfalls beweisen, dass der Urheberrechtsschutz noch besteht.
Wenn sie das nicht kann, möglicherweise wird sie das nicht können, jedenfalls nicht in vielen Fällen, ist die Vergütung null. Nur die jüngeren Inhalte, da ist es umgekehrt. Da müsste die DNB oder die Gedächtnisinstitution darlegen und beweisen, dass es gemeinfrei bereits ist. Das kann sie auch nicht. Und dann staffelt sich die Vergütung hoch. Das heißt, ich würde plädieren, nicht nur für einen Schlusstermin des Regimes der vergriffenen Werke, sondern auch für einen Starttermin, vor dem im Sinne einer pragmatischen Lösung eine Nullvergütung vorgesehen wird, gleichzeitig aber Rechtssicherheit herrscht, weil diese Inhalte vom Kollektivvertrag umfasst sind. Das wär's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.